guten Tag, heute ist ein erster Juni-Blog. Ich bin so glücklich, die Sonne scheint zumindest hier in München. Und ich wollte die Gelegenheit nehmen, zwei Dinge aus unserem Programm vorzustellen. Und zwar ist es zum einen eben unsere kleinen Ohrringe. Sehr oft, wenn ich Blogs mache, bekomme ich nachher die Nachricht, die Ohrringe waren so schön. Und ich möchte jetzt gerne aus der Kollektion, die wir verkaufen, ich glaube, es gibt eben nur noch zwei oder drei, aber ich würde trotzdem darauf hinweisen, warum also ich sehr stolz darauf bin, dass wir so kleine Accessoires haben, also so kleine Farbtupfer. Ich zeige das mal, ich habe übrigens meine Haare noch mehr geschnitten und wollte gerne erklären, warum. Also ich habe eigentlich Naturwellen, sehr, sehr große Naturwellen, also ungefähr so in der Länge. Und wenn die zu stufig geschnitten sind, dann geben sie ihren Geist auf. So einfach ist es. Und ich wollte zeigen, dass ich will die Haare also bis hierher wachsen lassen. Das kann man immer mit den Fingern so Juni, Juli, August. Also im August sind sie dann hier unten, weil das geht immer so ein Fingerbreit. Vor allen Dingen, wenn sie Nahrungsergänzung nehmen, wie ich es ja in meinem Buch Lebenslust empfehle. Jetzt drehe ich mich mal so genau. Also ich weiß nicht, ob man die Welle sieht, aber die wellen sich eben von alleine. Und ich finde, umso älter man wird, umso wichtiger ist es, dass die Haare schimmern. Und dafür benutze ich ganz einfach eine Spülung mit Essigwasser. Das ist wirklich nach wie vor das Beste. Sie können jede Art, ich habe jetzt so einen Essig genommen aus einer italienischen Küche, aber Sie können ganz wunderbaren Apfelessig verwenden und dann werden die Haare wirklich weich und schimmernd und man braucht keinerlei Wachssubstanzen drauf tun, sondern die Haare werden einfach schön. Zumindest hoffe ich, dass man es sieht. So, ich habe heute Jane Iredale Mineralpuder Make-up ganz, ganz wenig drauf getan. Einen roten Lippenstift, die Wimpern getuscht, die Augenbrauen nachgezogen, also ein Sommer-Look-Make-up und finde, dass diese Türkisen, also das sind Perl-Ohrstecker, ganz klein, dass es einfach bei jeder Farbe einen großen Unterschied macht. Einfach vor allen Dingen, wenn man die Augen betonen möchte. Übrigens müssen die Augen dazu nicht grün oder blau sein, also auch wenn sie braune Augen haben oder was man Haselnuss nennt. Eine Farbe nah an den Augen akzentuiert die Augen viel mehr, als wenn sie jetzt bunte Farben auf die Augenlider tun, weil dann die Farbe sozusagen im Vergleich abstinkt. Ja, so ist es ungefähr. Ja, und jetzt mein zweites Lieblingsthema und zwar, Sie wissen, die Sisyphusarbeit der Unterarme. Wir wissen also, ab einem gewissen Alter hängt das gern und wenn man aber richtig Gymnastik macht und ich würde jetzt gleichzeitig zeigen, welche Gymnastik ich die beste finde, nämlich den Arm umdrehen, kann man sich den Arm selber umdrehen, den Arm umdrehen, so wirklich dafür sorgen, dass diese Strecke gestreckt wird und richtig schön. Ah. Okay, so. Also wichtig ist es, den Unterarm zu trainieren. Der Oberarm wird sowieso, indem man Wäsche wäscht und so weiter, wird das alles trainiert. Aber ich habe eines meiner Lieblingsprodukte, nämlich All Over Body Cream Ginger, die ich übrigens wirklich all over verwende. Eine fantastische Creme. Immer wenn ich die Hände eincreme, das würde ich übrigens gerne jetzt allen Frauen und auch Männern sagen, wenn man die Hände eincremt, bitte auch gleichzeitig die Arme eincremen, weil etwas, was sehr unterschätzt wird, das sieht entsetzlich aus, wenn die Haut trocken ist. Vor allen Dingen, wenn man abgenommen hat, dann gibt es so kleine Krisselfältchen, als ob man Aluminiumpapier unterm Arm hat und es sieht wirklich furchtbar aus. Den Hals bitte nicht vergessen, so. Und man sieht, glaube ich, ich weiß nicht, ob man das sieht, ich mache das ja hier in meinem kleinen Münchner Atelier, wo ich eigentlich rund um die Uhr arbeite, immer mit irgendwelchen Sachen, die ich euch schenken, also euch weitergeben werde. Gut, also, oh, Ginger, oh, ich liebe Ginger, Ginger ist wunderbar. Jetzt habe ich hier einen ziemlich ledierten Handschuh aus dem Drogeriemarkt gekauft, wo eine Seite rau ist. Wenn wir die Arme eincremen, ist es eine gute Idee, vorher und nachher
wirklich die Haut so zu durchbluten, dass sie rosig wird. Also gerade hier auch diese Ellbogen, aber auch die Unterarme. Das ist ja dieser, der Grund, warum die so vor sich hinhängen, ist, weil es einfach Muskeln sind, die wir nicht sehr, sehr oft benutzen. Zum einen, zum anderen ist es eben so, dass es fast nie eingecremt und durchblutet wird. Ja, habe ich sie erwischt? Ja, stimmt. Also das vergisst man gern und diese Stelle ist sehr wichtig. Aber sie schlabbern nicht besonders. Also das kann man sagen, für 70 ist es in Ordnung. Am Hals auch. Also überall, wo Durchblutung gewünscht ist, vor allen Dingen die Oberfläche der Hände. Das ist übrigens, das Costa Quanto, Costa gar nichts, sondern wir machen einfach die Durchblutung, auch auf den Händen ist sehr, sehr wichtig, weil Hals, Unterarme, Hände und wahrscheinlich irgendwelche anderen Stellen am Körper müssen immer durchblutet werden, damit sie manierlich aussehen. Ja, also hier die Farben, die mir, jetzt muss ich mal schauen, ob ich überhaupt drauf bin, aber die All Over Ginger Body Cream oder All Over Cream ist fantastisch. Das ist wirklich eines meiner Lieblingsprodukte und die begleitet mich ganz, ganz toll, natürlich auch wenn das Wetter schlecht ist, aber heute ist es wunderschön und ich werde rausgehen und wie immer viel, viel Fahrrad fahren, weil das für mich das ultimative, die ultimative Lebenslust ist. Ja, das war's. Tschüss. Ein kleiner Sommerlook. Hier ist, wie man mit Perlen ein einfaches Kleid und einen einfachen Strut aufpeppen kann. Also wenn Sie irgendwo hingehen wollen und aussehen wollen, als ob Sie aus dem Gemälde aus dem 19. Jahrhundert kommen wollen. Nein, das ist jetzt ein dummer Scherz, aber ich wollte sagen, dass es ist so einfach, weil Perlen, vor allem unsere Perlen, das ist wie Licht, das ist wie ein Scheinwerfer am Gesicht und es macht eben aus einem einfach. Ich nehme es mal runter, damit Sie den Unterschied sehen können. Weil das, ich finde es immer erstaunlich, wenn man etwas entfernt. Ja, so ist es überhaupt nicht festlich, oder? Genau. Und jetzt machen wir es wieder festlich. Mal sehen, ob ich die Löcher finde. Ja, ich habe die Löcher, sehr gut. Und die sind nicht schwer und sie sind ziemlich groß, weil sie Muschelkernperlen sind. Genau, sehr schön. Also wenn man so große Perlen im Normalen kaufen würde, wären das 400 oder 500 Euro. Pardon, auf jeden Fall. Also umso größer die Perle, auch umso schwerer meistens kann man sie dann nur als Halskette tragen. Aber ich bin eben mit diesen Perlen sehr glücklich. Ich finde, die sind sehr, sehr, sehr schön und sehen sehr kostbar aus, obwohl sie gewissermaßen nicht besonders teuer sind. Ja, auf, jetzt fahre ich Fahrrad. Kleinen flachen Schuhen. Ich bin verabredet zum Café, also Sie können mir glauben, wenn man so in ein Café geht, dann wird man nicht übersehen. Oder es wird zumindest Achtung gezollt, dass man sich Mühe gegeben hat, sich ordentlich anzuziehen.